So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Event-Guide hier auf der Isle of Zipter. So, wir ignorieren die Skelette mal kurz, wir sind eh im Admin-Modus. So, ihr findet das Ganze hier in der Stadt der Untoten, ganz im Westen, in der Nähe vom Heiligtum der Schlange. Und ja, im Grunde, hier werdet ihr das Grave Matter Event finden, was der eine oder andere vielleicht schon kennen mag für oder aus dem Event, was es mal gab. Ne? Es geht im Grunde darum, diese Obelisken hier zu zerstören. Dabei drauf achten, denn ihr bekommt Verderbnis, solange ihr in dem Einflussbereich steht. Nicht wundern, wir sind jetzt hier für Anschauungszwecke mal im Admin-Modus, damit das Ganze ein bisschen zügiger geht. Etwas ausführlicheren Guide dazu habe ich auch nochmal für die Exit Lands Version gemacht. Da bin ich ein bisschen mehr drauf eingegangen auf das Event. Daher, ja, solltet ihr noch ein paar Fragen mehr haben, dann vielleicht da nochmal schauen. Hier geht es jetzt in diesem Video vorrangig erstmal, wo ihr das findet, denn ich habe hier tatsächlich bei Exit oder beziehungsweise bei Light of Zipter ewig gesucht, um die Events hier mal zu finden. Daher, wie gesagt, hier vorrangig jetzt mal, wo ihr die findet. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, gerade das Grave Matters Event. So, dann müssen wir mal gucken. Da hinten haben wir noch einen Obelisken. 4 Stück sind es an der Zahl. Sobald ihr alle 4 zerstört habt, verschwindet das Schutzschild um den Boss. Und ihr könnt den Boss im Prinzip angreifen. So. Obelisk Nummer 4 ist damit zerstört. Wie ihr seht, der Boss steht in der Gegend rum. Und jetzt gilt es bloß noch, den Boss runterzuschlagen. Normaler Boss, normaler menschlicher Boss. Nichts Atemberaubendes. Auch hier wieder Blutungsschäden und Gift sind eure Freunde. Ne? Also wenn ihr solche Waffen dabei haben solltet, könnt ihr damit ganz gut entsprechend den Boss auch runterzergen. Müsst also nicht die ganze Zeit am Boss kleben und da Schaden machen. Reicht, wenn er da 1-2 Schläge drauf macht und den Schaden für sticken lässt. Alternativ natürlich mit einem Begleiter. Ne? Dann könnt ihr beispielsweise auch mit einem Bogen arbeiten, während euer Begleiter tankt. Und ja, das war das Grave Matters Event auf der Isle of Zipter, meine Freunde. Zeigt euch nochmal, wo ihr das finden könnt. Wir scrollen nochmal raus, damit wir nochmal den Planquadraten finden. Planquadrat wäre C9. Ne? C9. Hier hinter dem Heiligtum der Schlange, in diesem Bereich, da findet ihr das Grave Matters Event. Sollte euch das weitergeholfen haben, was ich sehr hoffe, würde ich mich tierisch über ein Däumchen freuen. Ansonsten gerne ein Abo da lassen. Es gibt bereits jede Menge Guides zu den Exit Lands hier auf dem Channel. Zur Isle of Zipter wird auch nochmal eine sehr umfangreiche Guide-Reihe zu den Herausforderungen kommen. Daher stay tuned. Augen auf dem Kanal behalten und ja, bleibt mir nur zu sagen, wir sehen uns im nächsten Guide, wenn ihr mögt. Bis dahin, schön gesund bleiben und ciao, ciao.